Hallo YouTube, herzlich willkommen, wir streamen live auf Twitch, wer auch in Zukunft einmal live dabei sein möchte, www.twitch.tv/morg, seid ihr dabei, über ein Like, ein Kommentar oder ein Abo würde ich mich sehr freuen. Amnesia, der Bunker, wie auch immer, heute am 6.6.2023 erschienen, ein neues Spiel, wir gehen rein. Schwierigkeitsgrad, normal, ein Horrorerlebnis, bei dem das Sterben dazugehört. Du musst dich anpassen, Vorsicht walten lassen und strategisch handeln, um zu überleben. Das. Im Spiel wollen wir Bildverzerrungseffekte, wir könnten Hinweise haben. Für den ersten Durchlauf empfehlen sie das in der Spielpause. Untertitel und Vibrationen sollten wir mit Controller spielen. Ich spiele es mit Maus und Tastatur, könnte aber auch mit Controller gespielt werden. Und ich bin tatsächlich sehr gespannt. Ich habe auch ein bisschen Angst. Aber alles wird gut am Ende, haben sie gesagt. Wir werden sehen, ob das so ist. Um in diesem Krieg zu überleben, bedürfen sie erstens grundlegender Fähigkeiten und müssen zweitens genug gottverdammten Verstand besitzen, um zu tun, was notwendig ist. Die Fertigkeit kann sie lehren, den Verstand müssen sie schon selbst behalten. Letzte Zeile habe ich nicht geschafft. Es ist vielleicht ein bisschen laut. Ich muss vielleicht ganz kurz ein klein wenig... Man könnte shiften, aber ich glaube, ich muss noch nicht rennen. Drücken Sie R, um den Revolver zu ziehen und ihn wegzustecken. Anscheinend kann man sich dieses Mal doch wehren. Das finde ich tendenziell gut. Rechts gedrückt halten, um den Revolver zu ziehen. Drücke links, wenn du R gedrückt hast, um die Kugel in den Revolver zu stecken. Ich habe keine Kugel. Ich habe keine Kugeln. Lagen hier Kugeln? Habe ich Kugeln übersehen? Tatsächlich. Oh Gott, man muss ja da vollkommen aufpassen. Nö, das ist ein Eimer, aber keine Kugel. Es ist zwar schön, dass ich eine Waffe habe, aber was bringt mir eine Waffe, in der noch nichts drinnen ist? U oder E, um sich links und rechts an den Seiten vorbeizuschauen. Shift, wenn du dich bewegst, zum Sprinten, das hatte ich schon rausgefunden. Hallo? Jetzt hier Munition, oh, das ist sehr gut. Halte R gedrückt, um zu überprüfen, wie viele Kugeln du verfügst. Drücke irgendwas, um fortzufahren. Okay, also einmal R und dann linke Maustaste hieß es zum Nachladen. Oh Gott, muss ich das für jede Kugel einzeln machen? Also, das heißt, in Case of Emergency, was war da immer nur eine Kugel drin? Das ist wahrscheinlich zu wenig. Zielen mit rechte Maustaste, alles klar. Interagiere mit Türen oder Behältern und bewege dann die Maus, um sie zu öffnen. Ja, aber ich weiß noch gar nicht, ob ich da wirklich raus möchte. Weil es jetzt eigentlich noch nicht so das klassische Horror-Szenario hat. Ich meine, so Rabenkrieg ist furchtbar. Gehst du auf Tür oder bin ich einfach nur zu dämlich? Ich glaube, ich bin zu dämlich. Öffne dich! Okay. Ich glaube, die Tür geht nicht auf. Hallo Panzer. Habe ich irgendwas übersehen? Komme ich hier irgendwo lang? Nein, ich glaube, ich bin einfach zu dumm, die Tür aufzumachen. Hängt sie irgendwie fest? Muss ich was öffnen? Mein Revolver wegstecken? Braucht er zwei Hände vielleicht? Kann da besser dran liegen? Kann ich nicht? Kann ich dagegen rennen? Auch nicht. Geht's dahinter weiter? Sehr vermutlich kann ich hier hochspringen. Hab ich was übersehen? Ich komme gerade gar nicht zurecht. Okay, wir gucken hier nochmal. Das ist ein Spaten. Mit den Sachen kann ich hier nichts machen. Die kann ich nur hochheben und zufallen. Hier die Tür. Kann ich 1A bewegen. Da geht's. Erwächt in den guten Haft. Was ist hier? Die muckt nur so ein bisschen. Aber sie öffnet sich nicht.
Es gibt hier auch kein Schloss, auf das ich schießen könnte, oder? Nee, hier ist weiter auch nichts. Aber ich weiß nicht. Na gut, ich gucke hier nochmal, vielleicht habe ich tatsächlich einfach irgendwas übersehen, aber ich glaube, man kann hier nichts übersehen. Zumindest ist ein Körper, das ist schon mal schön. Hier gab es ein paar Kugeln, hier gab es den Helm, der irgendwie mir nicht viel nutzt. Schaufel. Und dann war es das auch schon wieder. Ich krieg die Tür nicht auf. Ist es kaputt? Es kommt mir irgendwie kaputt vor. Es wirkt nicht richtig. Hallo? Alter, ernsthaft? Drücke rechte Maustaste, während du ein Objekt hältst, um es zu werfen. Halte die Taste gedrückt, um es weiter zu werfen. Ihr scheiß Ernste. Okay, ich muss die Tür halt runter. Herrgott, das muss einem doch jemand sagen. Das muss man wissen. Revolver. Ist hier jetzt alles selbsterklärend? Aber das mit dem Stein, okay, mein Gott, man hätte drauf kommen können, aber... Naja. Gibt's noch ein bisschen mehr Munition? Ich finde tatsächlich... So, 4 Kugeln sind auch noch nicht so viel. Ich hätte gerne 20, mindestens. Aber es ist ja schon mal sympathisch, dass man sich überhaupt wehren kann. Da ist der Bruder! Alter. Brando. Hole dir! Noch einer! Ich hab doch nur 4 Kugeln und ich hab schon keinen Helm mehr. Hörst du zu mir? Ich glaube schon. Ich gebe mir Deckung und ich kann vorwärts pushen. Ich möchte aber glaube ich nicht vorwärts pushen. Du wurdest verwundet. Halte Takt, um zu sehen, wie schlimm es dich erwischt hat. Ja, so richtig geil ist nicht, aber wir haben erst 3 Finger Blut. Weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Raus und hoch kann ich hier nicht. Wieso ist hier so ein Schloss an der Tür? Ich kann auf jeden Fall zusperren. Das ist schon mal... Maybe... Alter. Maybe ganz gut. Hier gibt es ein bisschen Stoff. Du hast einen Gegenstand erhalten, der zur Herstellung weiterer Gegenstände verwendet werden. Dann nimm das andere Stoffteil auf, drücke ab, um dein Inventar zuzugreifen, um beide Stoffteile für einen Unverpackt herzustellen. Okay, Stoff und Stoff ergibt Wundverband. Perfekt. Kann ich auch auf eine Schnellzuweisungstaste legen. Packen wir mal auf die 1. Okay, gedrückt halten, um Gegenstand bereit zu machen und anschließend um ihn zu benutzen. Faszinierend, was man aus 2 Stück Stoff so alles machen kann. Kriegst eine Dose raus und ein bisschen Stoff hier. Perfekt. Geht's mir auf jeden Fall wieder besser, jetzt habe ich keine Finger voll Blut. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Hier ist eine Säge, da ist ein Schlüssel. Das ist meine Knarre. Drunter? Drunter. Wahrscheinlich drunter. Hier kann man sich hier richtig wehren. Hier gibt's ja auch Handgranaten und alles. Was ist denn das hier? Ja, die packen wir mal. Können wir die kombinieren? Nein, können wir nicht kombinieren. Packen wir mal auf die jetzt wieder ein, weil Wundverband haben wir keinen. Okay, vielleicht muss ich die Tür aufspringen. Ja dann. Und Deckung. Hallo? Ich war gar nicht auf echt so auf Feuergefecht eingestellt hier. Das hat mich so völlig hier aus dem Nichts geholt. Hier
ist weiter auch keine. Hier gibt es noch ein bisschen Munition. Gleich mal nachladen. Munition haben wir einfach echt zu wenig. Schön, dass nur die verbrauchten Patronen rausfallen. Wäre auch nicht förderlich. Ja, ein bisschen gibt es, man kennt's. Müssen wir jetzt hier nochmal einen Weg freisprengen? Waren dafür die Granaten da? Ach, das ist doch kacke. Kann doch nicht meine zwei wertvollen Granaten dafür benutzen müssen, um mir Wege freizuspringen. Hier ist weiter nichts, da ist weiter auch nichts. Na gut. Da ist Giftmüll. Ich weiß noch nicht, ob das schlau ist, da eine Granate hinzuschmeißen. Oder vielleicht genau deswegen. Wir wissen es einfach nicht. Was? Nein, wirf keine Granate. Wenn ihr Deutsch redet. Geh weg. Wenn ihr Deutsch redet, seid ihr nicht freundlich. Ja, wie viel denn noch? Ja, wow, die haben Gasgranaten geworfen und ich dachte, es sind eine HE-Granate. Jetzt schmeißen die hier Gasgranaten rein. Das ist doch fast, fast! Ah, das hat make it out of this hell together. Oh Gott sei Dank. Also, das hat es nur so marginal besser gemacht, aber wenigstens bin ich nicht abgeniffelt. Beat that roll, my friend. In diesem Wurf kommen sie nicht an. Na dann. Ich glaube schon. Ach, das Glück ist mir hold, dann übernehme ich für heute die Nacht der Patrouille. Wir sind anscheinend ein französischer Söldner. Ich würde tippen auf Erster Weltkrieg von der Zeiteinordnung. Ich hatte noch keine Zeit gelesen. Aber so in die Ecke würde ich es reinstecken. Passt zumindest zur Form der Gasmaske und zu diesem Grabenkriegsszenario. Und Frankreich gegen Deutschland. Ja, könnte Verdun sein oder sowas. Auf jeden Fall passt das irgendwie so ein bisschen rein. Ich glaube, irgendwann geht es dann mal in einen verlassenen Bunker, der dann ein Szenario für unser Spiel darstellen soll. Im ersten Teil war es ja eine Art verlassenes Haus, in dem man aufgewacht ist. In dem anderen war es so eine Art Metzgerei oder Fleischfabrik, in dem... Ich weiß nicht, ob es der zweite oder dritte Teil war. Naja, jetzt haben wir auf jeden Fall den Bunker. Henry? Bist das du? Hier, trink das. Dann werde ich dich hier rausbringen. Oh, ich weiß nicht, ob wir hier nochmal zusammen rauskommen werden, lieber Henry. Du wirkst nicht mehr ganz so frisch. Wie hat er denn das gemacht? Er ist einfach strong. Aber Kameradschaft unter den Soldaten ist ja immer sehr gut ausgebaut, haben sie gesagt. Daher gesehen, weiß ich dich jetzt wieder runter. Kann ich da überhaupt? Nee. Witzig wär's. Das wäre auch ein bisschen arschig. Okay, wir verlassen das Schlachtfeld. Sind auch überhaupt kein auffälliges Ziel. Hoffen wir einfach, dass wir nicht über den Haufen geknallt werden. Ja, super deutsche Soldat. Ah, ja, klar. Henry? Ah, nix gegen dich, Henry, aber ich hab alles gegeben. Weiß nicht, ob wir hier... Bist jetzt ganz auf dich gestellt. Lerne, passe dich an, experimentiere und überlebe. I don't know. Aber
aber dann müsste ich jetzt ja am Ende in irgendeinem abgeranzten Lazarett aufwachen. Also das wäre für mich logisch. Zweifelsfall sogar in Gefangenschaft. Lazarett scheint schon mal richtig zu sein, Gefangenschaft vielleicht nicht. Aber I guess, ich bin in dem Lazarett und irgendwas ist hier quite not right. Hinweis, drücke und halte T und bewege dann die Maus, um Objekte zu drehen. Okay. Ich glaube, hier gibt es keinen Hinweis. Hier auch nicht. Ja, da steht ein bisschen was auf dem Sack drauf. Mekyu Matsana. Aber das hilft mir jetzt erstmal nicht richtig weiter, würde ich behaupten. Schere. Hier kann man weiter rein und raus bewegen, aber das nützt mir nicht ganz so viel. Vielleicht gibt uns das Buch so ein bisschen Aufschluss über was auch immer. Nö, auch nicht. Geht nicht auf. Lampe ein, Lampe aus. Kiste? Kann ich die bewegen? Medical Supplies. Gut, schmeißen kann nichts nicht. Das triggert mich jetzt ein bisschen, dass hier so heißt, es gibt Hinweise. Und gleichzeitig finde ich keinen. Das sieht mir doch noch Hinweis aus. Alle Notizen, die du aufhebst, findest du im Notizenbereich deines Inventars. Du kannst die aufgehobenen Notizen sofort aufrufen, indem du Tab drückst, während das Symbol blinkt. Okay. Dr. Josinski. Ursache der Amnesie. Okay, da haben wir wieder unser Amnesie-Thema. 10. Juli 1916, damit sind wir auf jeden Fall im ersten Weltkriegszeitalter 1914 bis 18. Nach den Ereignissen am 9. Juli begab sich Schütze Clement in ärztliche Behandlung. Seine Effekten befinden sich im Lagerschrank. Ich glaube, das ist noch nicht ganz richtig übersetzt, aber ich glaube, seine Sachen meinen sie. Der Patient befindet sich weiterhin in einem leichten Koma. Er reagiert auf Reize, allerdings nur kurz. Bei seinem letzten Aufwachen hatte er keinerlei Erinnerungen an die jüngsten Ereignisse und konnte sich kaum auf seinen eigenen Namen besinnen, was vermutlich an seiner Schwere der erlittenen Kopfverletzung liegt. Überwachung des Patienten wird fortgesetzt. Sollte sich sein Zustand innerhalb einer Woche nicht bessern, empfehle ich zwecks Durchführung neurologischer Untersuchungen die Verlegung nach Saint-Étienne. Zeichnet Dr. Josinski. Okay, also was haben wir rausgefunden? Wir sind auf jeden Fall im Grabenkrieg des Ersten Weltkriegs ein französischer Soldat und bin jetzt hier in ärztliche Behandlung aufgeschlagen und leiden offensichtlich an Amnesie und sind, nachdem wir von deutschen Soldaten irgendwie angegriffen wurden, in diesem Lazarett aufgewacht und wissen anscheinend noch nicht so richtig viel. Und mit diesen ganzen Sachen kann man hier nichts anfangen, außer dass ich sie durch die Gegend schmeißen kann, was mich so ein bisschen nervt. Schubladen. Es ist ein bisschen ernüchternd, hier nichts drin. Okay, aber er meinte doch, dass meine Sachen in irgendeinem Schrank sind. Ist hier irgendein Schrank? Hier ist nur ein Kittel. In dem Bett bin ich aufgewacht. Aber hier ist kein Schrank noch nicht. Vielleicht im nächsten Zimmer. Achso, konnte ich mit dem Teil irgendwie? Ne, konnte ich hier nichts machen, ne? Ne. Hallo? Ist da jemand? Ist da jemand? Das ist ziemlich finster. Was gut. Ich scheine ja in einem französischen Lazarett gelandet zu sein. Drücke F, um die Taschenlampe hervorzuholen oder sie wegzustecken. Taschenlampe. Eine handbetriebene Taschenlampe, sie erzeugt einen annehmbaren Lichtkegel, erfordert aber häufiges Kurbeln. Hier ist noch eine Notiz. 9th of July, 1700 hours. I'm in a state of agony. It cripples my body, captures my mind, bleeds my soul.
This thing I've done. This thing. It is lunch in the mess hall currently. Oh, the thought of eating repulses me. Okay. Das ist komischerweise mit Audio hinterlegt, das andere war es nicht, egal. Ich durchleide Höllenqualen. Sie lähmen meinen Geist, meinen Körper und meine Seele. Die Sache, die ich getan habe, diese Tat, meine Tat. Es wird gerade gegessen. Schon der Gedanke daran, Nahrung zu mir zu nehmen, widert mich an. Henry Clement. Das müsste doch ich sein, oder? Clement, war das nicht mein Name? Hieß es nicht vorhin irgendwas mit Clement? Krieg ich das aufgefummelt? Ne, krieg ich nicht aufgefummelt. Wenn, dann müsste ich es vielleicht irgendwie aufschlagen. Mit dem Besen aufmachen? Nein, mit dem Besen gehe ich nicht hier, krieg ich nichts auf. Gut, ich habe eine Taschenlampe. Muss aufgezogen werden. Ich weiß nicht, wie häufig man das wiederholen muss. Aber es scheint mir noch ziemlich häufig zu sein. Alle Fotos, die du aufhebst, findest du im Fotobereich. Was ist mit ihm los? Ist das nur ein halber Mensch? Ist das nur so ein halber Oberkörper? Weiß nicht, ob das noch klassische Kriegsverletzung ist hier. Finden wir hier noch ein paar Hinweise. Ich habe noch nicht den Schrank gefunden, in dem meine Sachen. Liegen sollen. Benzin. Was brauche ich Benzin? Für den Generator. Leicht entzündlich, kann in leere Flaschen oder auf den Boden gegossen werden. Okay, also vermutlich könnte ich damit Leute irgendwie ein bisschen abfackeln. Oder irgendwie einen Stromgenerator betreiben. Das ist hier voll das Leichenlager, hier voll die Kippklappe, die hier runter. Ja, ich will entsorgt werden, kann man schon sagen. Nächste Notiz. Autopsie von Unteroffizier Reinhardt. Leichnam von Unteroffizier Reinhardt. Zahlreiche Einwirkungen in scharfe Gewalt. Thoraxhöhle in Fetzen gerissen. Jede einzelne Rippe gebrochen. Offener Schädelbruch verursacht durch Mehrfacheinwirkung stumpfer Gewalt. Wer hat ihm das nur angetan? Okay, also haben sie ihm quasi den Brustkorb aufgerissen. Oh, ich weiß auch nicht, ob das so viel Sinn hat, hier mit meiner Lampe so ein bisschen um die Ecke zu glotzen. Ich glaube, hier ist es noch relativ safe. Ich glaube, hier passiert mir noch nicht so viel. Aber ich befürchte, das wird sich noch ändern. Sollte hier nicht gegessen werden. Und hier diese Löcher, die habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Gibt es hier sowas wie Ratten? Die sind hier überall. Journée de Paris. Ich kann leider nicht so gut Französisch, um genau zu sein, gar keins. Ja, hello, it's me. Weiß nur noch nicht, ob ich das gut finde. Bisschen Fleisch. Dachte, hier draußen wäre niemand mehr am Leben. Wir sind hier unten gefangen. Diese Ratten, die sich Offiziere schimpfen, sind abgehauen. You want to escape? You need to blow it back open. There's dynamite in the arsenal. Ah, and a handle to trigger it somewhere in the excavation site. Get them, and you can make it out. Shit! That thing is coming for me. Here, take this. Okay. Finish me off, please. I want to die in the hands of a broader soldier, not that monster. There's ammo in the pantry. Get it. Do the job, please. Okay, also er hat uns irgendwie davon berichtet, dass wir in der Speisekammer irgendwie sind. Quatsch, nein. Dass hier in der Nähe eine Ausgrabungsstätte ist. Und in dieser Ausgrabungsstätte irgendwie was nicht richtig gegangen ist. Und irgendwas hat wohl schon mit Viechern auf sich, hier durch die Gegend vegetieren. Und er wird es wohl alleine nicht rausschaffen.
Er hat uns jetzt seine Waffe gegeben und bittet uns darum, ihm den Gnadenschuss zu geben, weil er nicht von denen, was auch immer, hier gefuttert werden will. Und ja, weiß nicht, ob ich ihm dem Service als letzte Geschichte geben will. Ich bin halt wieder Ratten. Das ist ja wie in Plague Tale. Na gut. Manchmal muss man die Dinge positiv sehen. Ich glaube, wir haben uns eine Patrone gespart, so bitter das jetzt auch klingen mag. Wappel das hier mal zu. Hier kommt keine Ratte raus. Rein. Tschüss. Ich hoffe, das funktioniert wahrscheinlich nicht, aber ich kann mir es einbilden. Und irgendwo soll es doch hier noch was zu futtern geben, hat er gesagt. In der Speisekammer liegt Essen. Was ist die Speisekammer? Die hier nochmal ein bisschen an deine Aufziehlampe. Mit dem leeren Eimer kann ich nicht so viel beginnen. Aber das sieht doch offensichtlich schon so nach Speisekammer aus, hätte ich gesagt. Aber zu essen sehe ich hier tatsächlich nichts. Ja, doch, ein Stück Fleisch habe ich gefunden. Soldaten sollten kein abgelaufenes Fleisch verzehren. Als Köder für Ratten und andere Schädlinge eignet es sich hingegen hervorragend. Lässt sich werfen. Also ich glaube, es wird sehr viel mit Ratten zu tun haben. Zumindest jetzt hier in dem Bereich wirkt es doch so, weil hier überall diese Löcher sind. Der eine Typ gerade schon... Oje. Hier an deiner Lampe. Los, du willst es doch. Halt einfach, ich mache einfach Dauer ziehen. Und er hatte noch gesagt, um hier rauszukommen, muss ich irgendwie Sprengstoff finden und irgendwas aufsprengen, sonst komme ich hier nicht raus. Hier ist gerade kein Durchgehen möglich. Hier ist zugesperrt. Und das könnte ich vielleicht noch aufschließen, das wäre durchaus möglich. Von hier kam ich. Ich guck trotzdem nochmal, habe ich irgendwas übersehen? Also ich würde gern versuchen, zwei Patronen zu opfern. Und zum einen die Kette hier von dem Schrank aufzuschießen und dann die Tür. Ja, scheiß drauf. Also eine Kugel gibt die Kette hier auf jeden Fall. Das war eine wasted Patrone, würde ich behaupten. Und damit hatte ich Patronen in meinem Revolver. Scheiße. Ich hätte wirklich gedacht, ich kann diese Tür hier irgendwie aufschießen. Administratione. Verwaltung. Da ist ein Lageplan oder sowas ähnliches an der Wand. Ich check erstmal hier kurz die Regale. Gibt es Wundverbände? Das kann sehr wahrscheinlich noch sehr von Vorteil sein, da ein paar an der Hand zu haben. Okay, was haben wir hier? Soldier Quarters, Arsenal, Officer Quarters, Maintenance und Exit. Liegt hier noch Erkennungsmarke? Bau Bastille. Sonst ist hier nichts. Okay. Eine nächste Notiz. Wichtig. Bitte überprüfen Sie die Rückseiten der Erkennungsmarken Gefallener. Auf diesen könnten Nachrichten, Symbole oder Codes für Schränke stehen. Entfernen Sie diese, ehe die Erkennungsmerkmale... Was? Entfernen Sie diese, ehe die Erkennungsmarke abgelegt und verzeichnet wird. Okay, aber auf dem stand jetzt ja nichts drauf. Ich habe extra nochmal rumgedreht in weißer Voraussicht. Hinweis, in diesem Kasten kannst du Gegenstände aus deinem Inventar ablegen. Ich würde jetzt hier mal Benzin reinlegen, weil ich gerade noch keinen wirklichen Nutzen habe. Jawohl, das ist die Hauptkarte des Bunkers. Je weiter der in der Geschichte fort
schreitest, desto mehr Ziele und Einzelheiten zeigt sie. Es ist ja praktisch. Dann ist das jetzt aber schon so ein bisschen eine andere Art von Spiel im Vergleich zu den ersten Teilen. Das war so ziemlich narrativ. Okay. Also aus dem Ausgang, da wollen wir irgendwann mal hin. Und gekommen bin ich aus Büro des Arztes, Medikamentenraum, Behandlungszimmer. Also ich bin, glaube ich, hier aus diesem Behandlungszimmer gekommen, bin dann raus, habe rechts die zwei Türräume angeschaut. Bin dann in dieses Offizierscasino, in die Küche und in die Vorratskammer. Genau, da habe ich die Pistole gefunden. Dann bin ich wieder zurück. Habe rechts diese eine Tür aufgeschossen. Oder geradeaus diese eine Tür aufgeschossen. Ich habe gerade diese eine Tür aufgeschossen und müsste jetzt in der Verwaltung stehen. Hier in der Nähe soll aber auch ein Generator sein. Okay, Blanket, Jobert, Delise, Fournier, Reynard, Weinkeller, Wartungsbereich, Kommandozentrale, Arsenal, Maintenance, Soldiers, Officers.